herzlich willkommen zu Part 14 unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Im letzten Part haben wir uns dazu entschieden, von zu Hause auszureißen sozusagen und ein bisschen Urlaub zu machen, denn Mara und Moritz leben gerade in einer Wohnung, wo ein Mensch gestorben ist, also ein Sim gestorben ist, und es ist schon ziemlich unangenehm, da jetzt zu übernachten, und Mara hat ziemlich Angst auch, sie hat auch Albträume, und wir haben uns dazu entschieden, jetzt erstmal nicht mehr dort zu schlafen, weil Mara das einfach viel zu sehr fertig macht. Moritz wäre es egal, zumindest behauptet er das, aber ich glaube, dass es für alle zwei gut ist, dass sie mal rauskommen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass die drei, Mara, Moritz und Jonas, zusammen einen kleinen Urlaub machen. Da ich diesen Part jetzt im Anschluss zum letzten aufnehme, kann ich euch gar nicht sagen, wie ihr Jonas findet. Also ich habe euer Feedback noch nicht. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wenn ich das in diesem Video oder im letzten dann eben lesen kann. Ich werde nämlich die Kommentare natürlich, wenn ich das nächste Video aufnehme, von beiden Videos nochmal nachlesen. Und ich bin gespannt, wie euch Jonas gefällt. Wir haben ihn im letzten Part nämlich ein bisschen umgestylt. Und in diesem Part habe ich auch wieder eine kleine Sache vor, die ihr auch wieder vorgeschlagen habt. Also danke wieder an der Stelle. Und wir starten jetzt direkt rein in den Part, denn ich lasse Mara jetzt was Kleines schreiben und lasse sie jetzt einfach noch die tollen Urlaubstage noch verbringen. Es geht ihr langsam immer besser. Sie hat immer noch das Gefühl, dass Darion sie im Kopf verfolgt, aber langsam wird es besser. Und ich glaube, dass wir nach diesem Urlaub schon wieder nach vorne schauen können. Mara wird spätestens im nächsten Part auch den Schritt in ihre Karriere wagen. Bis dahin bereitet sie sich einfach noch ein bisschen auf ihren großen Karriereschritt als Privatanwältin vor. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und let's go! Hier ist unsere wunderschöne Mara, die steht gerade noch im Bad. Die beiden, also Mara und Jonas, waren heute Morgen schon Müll sammeln in Solani. Das ist ganz toll, dass sie sich da ein bisschen engagiert haben für die Umwelt. Und ich lasse sie jetzt einmal pieseln und dann lasse ich sie hier an den Rechner gehen und diese Arbeit schreiben. Und zwar Forschungsbericht, schreibe über Logik. Und Moritz quatscht jetzt hier mit Jonas ein bisschen und erzählt ihm, ey Jonas, richtig geil, als ihr gestern schon geschlafen habt, habe ich noch jemanden hier gehabt. Echt? Wen? Oh mein Gott, sie war so heiß. Ihr Name war Tony. Tony, wohnt sie hier oder was? Das machen wir nicht, Leute. Ich weiß, das ist wieder so ein Inselleben-Ding, aber der kommt raus, sonst... Das passt ja gar nicht in die Story, dass sie alle drei gerade von einem... Ne? Ihr wisst schon, der ist jetzt weg. Okay. Oh, krass, ey. Moritz, du bist so ein Aufreißer. Richtig witzig, ey. Und es war cool. Was habt ihr gemacht? Oh, wir waren im Pool. Oh, im Whirlpool? Oh, nee. Oh, Moritz. Ey, war richtig gut. Soll ich dir ein Foto zeigen? Sie ist so hübsch. Ich zeig sie dir. Hier, schaut, das ist sie. Oh mein Gott, sie ist so scharf, oder? Wie findest du sie? Ja, ist ein... Sie ist hübsch. Echt hübsch. Du bist echt ein krasser Typ, Moritz. Ja, oder? Ich lass doch da nichts anbrennen, ey. Jo. Aber naja, es ist vielleicht, ja, vielleicht. Ich glaube, sie hat mich gemocht. Doch, ich glaube, sie hat mich gemocht. Ich meine, sie kam ja zum, ne? Naja, du weißt schon. Aber vielleicht sollte ich ihr schreiben, hä? Ja, klar, schreib ihr doch. Ja, weil vielleicht will sie ja nochmal kommen. Gut, die beiden quatschen jetzt hier noch ein bisschen. Und Mara geht jetzt an den PC und schreibt jetzt ihre Arbeit. Ey, Mara, ich wollte gerade an den PC. Moritz, nein, ich muss jetzt hier was Wichtiges machen für meine neue Arbeit. Du arbeitest doch noch nicht mal dort. Moritz, das nennt man Vorbereitung. Ach, Mara, ich wollte jetzt auch was Wichtiges machen. Was denn, Moritz? Was wolltest du so Wichtiges am PC machen? Ich wollte, naja, jemanden schreiben. Das kann sicher warten, oder? Ja, es kann warten. Kein Problem. Gut. Oh mein Gott, Mara hat Level 9 der Forschen- und Debattierenfähigkeit erworben. Solltest du nicht Logik machen eigentlich? Na gut, sie ist so krass, ne? Ich wollte eigentlich, dass sie Logik macht, aber ist in Ordnung. Wer ruft denn dich jetzt an? Angela. Oh mein Gott. Ey, Moritz, hi. Du, wir haben uns ewig nicht gesehen, oder? Ja, ist richtig. Wieso? Was ist los? Naja, ich wurde eingeladen auf ein Date. Glaubst du das? Wie cool, oder? Ja, und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich zusagen soll. Und wir sind ja Freunde. Freunde. Ja, oder nicht? Also, ich meine, oder sind wir mehr? Nee, wir sind Freunde. Ja, ne? Dachte ich auch. Genau, wir sind halt Freunde mit, naja, gewissen Vorzügen und diesen Dingen. Auf jeden Fall, naja, was meinst du? Ja, keine Ahnung. Also, keine Ahnung, wer das ist. Noch nie gehört den Namen. Aber eigentlich ist es mir auch komplett egal. Mach doch, was du willst. Und es ist ihm natürlich nicht so egal. Er ärgert sich jetzt darüber und denkt sich so, wow, ich dachte, sie wartet nur auf mich, dass jederzeit und so weiter. Und er fühlt sich jetzt natürlich in seinem Ego gekränkt und versucht jetzt direkt, Anthony einzuladen und beziehungsweise er schreibt ihr jetzt so. Und will jetzt ein Date ausmachen mit Tony. Und er sagt jetzt, ey, yo, Jonas, ich glaube, ich treffe mich mit jemandem. Mit dieser Tony? Ja, ja, ich guck mal, ob sie heute Zeit hat. Ja, klar, mach. Gut. Und er geht jetzt mit ihr vielleicht, ja, an den Strand einfach. Hierhin vielleicht. In die Bar. Ja, gehen wir einfach dahin. Sie ist echt eine schöne Frau, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie eine mehr, also eine größere Rolle spielen wird. Ich würde jetzt mal ihren Skin geben. Wichtige Dinge. Hi, Girl, wer ist denn das? Dein Bruder. Ich wollte schon sagen, ist das dein Ehemann? Das wäre kritisch.
Das wäre jetzt wirklich kritisch, oder? Nee, ist doch ihr Bruder, Leute. Oh mein Gott. Das ist ein sehr schöner Skin. Uff. Oh, ich glaube, den behalte ich ihr direkt, ha? Der ist richtig schön. Oh, der ist aber auch schön. Der ist ein bisschen dezenter. Oh, der ist aber auch toll. Vielleicht den hier. Jetzt kann mir nicht entscheiden. Entweder den. Wow. Das ist nicht ganz so viel Alpha-Sisi, aber dann bleiben die Tattoos wenigstens erhalten. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wow, schöne, schöne Frau. Ich guck mal, ob ich die Frisur auch als Maxis Match habe. Ich glaube aber, als Alpha-Sisi, aber ich glaube nicht. Wobei ihr das auch stehen würde, ne? Aber eigentlich finde ich das gerade halt cool, dass sie diese kurzen Haare hat. Nee, dann lassen wir ihr die. Ja, und Outfits würde ich jetzt auch nicht wirklich ändern wollen, ne? Okay, die sind schon wild. Oh, wow. Okay, cool. Das ist ein bisschen wild. Ich gebe ihr gleich ein kleines, minimales Umstyling. Okay, wir sehen uns gleich wieder. 2000 Jahre später. Also, es war nur ein ganz kleines, minimales Unstyling hier. Guck mal, wie süß sie ist, ne? Sie ist eine wunderschöne Frau. Also, sie war vorher vor dem Umstyling natürlich auch eine wunderschöne Frau. Jetzt hat sie nur ein bisschen Sisi im Gesicht und auf der Haut und an den Klamotten. Oh, dieses Kleid ist auch sexy, du. Okay, Hauptziel, Verabredung bequatschen. Gut. Wir sagen jetzt erstmal, hey, oh, Tony, voll cool, dass es geklappt hat. Ich meine, dass du Zeit hast. So. Ich fand es echt gut mit uns beiden und ich hatte schon lange nicht mehr so eine gute Nacht. Ich meine, war schon gut auch. Ja, ging mir auch so. Ich war überrascht, dass du dich nochmal gemeldet hast. Moritz, oder? Moritz. Ja, Moritz. Ja, ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, so jemand wie du, naja, so ein Hookup im Urlaub und so, ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man sich dann nie wieder sieht, dachte ich. Ja, ich bin halt noch ein paar Tage länger hier und ich dachte, vielleicht können wir uns nochmal treffen. Ja, die quatschen jetzt einfach ein bisschen und sie sagt jetzt, hey, was machst du beruflich? Beruflich? Ich? Ach, verschiedene Dinge, dies, das, Import, Export, weißt du? Ach, naja. Ach so, du willst nicht drüber reden. Nein, doch, doch, es ist, naja, diese eine Sache mache ich halt, naja, ist auch nicht so wichtig, was ich beruflich mache. Was machst du denn so? Was geht bei dir so? Erzähl. Ich meine, du siehst echt hübsch aus. Du bist echt eine besonders schöne Frau auch. Oh, danke, das ist echt süß von dir. Ja, du hast auch einen echt coolen Style so. Ich meine, ich habe dich beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, hattest du nicht viel an. Du verstehst. Aber, naja, ist schon spannend so, bla bla. Und jetzt reden sie halt. Ich weiß immer nicht so, was ich da reden soll, ne? Aber sein Ego ist, wie gesagt, jetzt total angekratzt, weil Angie, die er ja wirklich toll findet, jetzt sich mit jemand anderem treffen will und er braucht das jetzt, glaube ich, einfach jemanden, wo er denkt so, oh, die könnte auf mich abfahren oder sowas. Deswegen flirtet er jetzt hier, was das Zeug hält. Sie ist gelangweilt. Gut. Sitzen und mit Verabredung sprechen. Komm, setzt euch. Okay. Und was machst du sonst so? Also, ich meine, den ganzen Tag so, Bro, yo, kannst du bitte gehen? Wir sind hier gerade in einem Date, okay? Also verschwinde. Ja, verschwinde. Oh, ätzend. Ich hasse das. Wenn sich immer irgendwelche Leute zu einem setzen. Aber eigentlich sah er ganz nett aus. Nee, der war bestimmt nicht nett. Ja, also, und was machst du so? Erzähl doch mal. Naja, verschiedene Dinge. Ich, ja, weiß nicht. Ja, was machst du denn beruflich? Karriere? Mal gucken, was sie karrieretechnisch macht. Okay, sie fand unseren Witz lustig. Das ist gut. Arbeitslos. Ach, ich, naja, ich reise derzeit viel, weißt du? Ach so, ich dachte, du lebst hier. Naja, ich bin so ein bisschen auf Zwischenreise und ich versuche die Welt zu entdecken. Das Leben ist zu kurz, um nichts zu tun, weißt du? Okay. Ja, verstehe. Doch, sicher verstehe ich das. Kannst du jetzt nochmal flirten? Oh, sie will nicht so gerne flirten. Erzähl ihr mal eine Geschichte. Sie ist gelangweilt. Baut doch mal eine Sandskulptur zusammen, ihr beiden, ha? Dann führen wir eine tiefgründige Unterhaltung. Dann flirten wir nochmal. Moritz, was ist mit deinem Charme los? Hast du keinen Charme mehr? Charme. Du musst dich anstrengen. Fand sie es gut? Ja, das hat sie gemocht. Komm, einmal noch flirten. Für sein Ego. Oh, girl. Küss sie einfach. Oh, nee, hat nicht geklappt, ne? Was möchtest du eigentlich tun? Eine neue Beziehung beginnen? Oh mein Gott. Ulala. Hey, was sind jetzt ihr beiden? Upsa. Okay. Also, da ist er mal so ein bisschen geknistert, du. Aha. Na gut. Ja, du bist ja schon echt süß, Moritz. Aber wie gesagt, ich bin bald wieder weg. Das ist, hat ja eigentlich auch, ne, also, ich meine, ja, wir können uns noch ein, zwei Mal treffen, wäre okay für mich, aber ansonsten muss ich bald los und dann sehen wir uns halt auch erstmal nicht mehr, weißt du? Ja, ich verstehe. Warte, mein Handy klingelt. Oh, wer, okay, irgendwer hat angerufen, keine Ahnung. Ja, gut, dann lasse ich die beiden jetzt hier noch weiter sitzen und gehe wieder zurück zu Mara. Ich weiß, dass es dann abgebrochen wird hier, aber das passt schon. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das auf Gold kriegen. Also der Goldstatus, der ist nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass Mara ihr Dings da noch fertig schreibt und Moritz da jetzt noch ein bisschen flirten kann einfach. So, Mara, hast du das jetzt fertig? Du grillst was? Oh, du hast es bestimmt nicht fertig gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett abgebrochen ist. Ach nee, sie kann es weiterschreiben. Oh,
perfekt. Und kannst du vielleicht weiter grillen? Oh mein Gott, die Fähigkeit von Jonas reicht nicht aus. Aber dann lasse ich ihn doch wirklich ein bisschen an der Fähigkeit, das Essen aufbauen, damit er ein bisschen kochen lernen kann. Der mag ja das eigentlich. Fähigkeiten und dann kochen Band 1, 2. So, dann soll er das lesen. Und Mara schreibt hier ihre Arbeit weiter. Und Moritz setzt sich jetzt zu Mara. Oh, Mara hat Geld dafür bekommen, 460 Simoleons. Hey Mara, ich will dich nicht so überfallen, aber hast du morgen früh Zeit? Ja, wieso? Ich hätte da so eine kleine Überraschung. Eine Überraschung? Ja, aber, sie ist nicht von mir alleine. Das heißt, sie ist von deiner Mom und mir. Was? Wieso? Hä? Das verstehe ich nicht. Was hast du mit meiner Mom zu tun? Also, ich meine, ja, aber hä? Was ist denn mit meiner Mom? Naja, also, wir sind ja hier in Solani. Ja. Aber wir sind aus einem ganz bestimmten Grund in Solani. Naja, um Urlaub zu machen. Ja, natürlich, um Urlaub zu machen. Aber wir hätten überall hingehen können, um Urlaub zu machen. Ich dachte, das war preislich so gut hier. Ja, natürlich auch. Aber, wie gesagt, ich werde dir morgen mehr erzählen. Jetzt spannst du mich aber ganz schön auf die Folter, Jonas. Nee, alles gut. Ja, das stimmt. Aber ich musste wissen und sicherstellen, dass du morgen Zeit hast. Ich würde dich morgen früh... gerne. Oh, ich wollte entführen sagen, aber das ist wohl kein guter Witz. Nein, das ist nicht lustig. Nein, aber ich werde dich morgen früh schnappen und mit dir zusammen wohin fahren, okay? Ja, okay. Aber ich muss jetzt hier noch ein bisschen was fertig machen. Ich habe auch noch Hunger. Ja, dann hol dir was zu essen und dann machen wir morgen einen Ausflug. Moritz kommt auch mit. Oh, gut, okay, aha. Das fühlt sie sich natürlich ein bisschen sicherer, wenn sie weiß, dass ihr Bruder auch mitkommt und sie nicht mit Jonas, den sie sehr gerne mag, alleine ist. So, Moritz kommt jetzt auch von seinem Date zurück. Okay. Das wird sich ja hoffentlich aktualisieren dann, ne? Wenn nicht, cheat ich das natürlich. Also irgendwie hat sich das jetzt nicht aktualisiert, aber... Im schlimmsten Fall, das war ja nur noch Level 8 der Verbrecherkarriere, das er nicht erreicht hatte. Wir würden das dann cheaten, sollte das immer noch nicht stimmen. Oh, Moritz, gut, dass du kommst. Ich wollte nur Bescheid sagen. Also, wir machen das morgen früh. Hast du schon mit Mara gesprochen? Ich habe ihr Bescheid gesagt, ja. Was machen wir eigentlich? Darf ich es erzählen? Nein, nein, nein. Das ist eine Überraschung. Mara, jetzt freu dich doch einfach mal auf eine kleine Überraschung. Mara mag Überraschungen nicht so gerne, Jonas. Ja, ich merke schon. Mara, das ist echt eine coole Überraschung. Ja, okay. Ich gehe jetzt noch ein bisschen raus und entspanne mich einfach noch ein bisschen, ja? Ich wollte noch was lesen. Setzt du dich jetzt nicht da raus? Mit deinem Buch, Mara? Doch. Geht nicht. Och, was? Oh Mann. Dann setz dich doch dahin. Du kannst das Buch analysieren. Jo, Jonas, wann müssen wir morgen los? Ich denke mal so um 9, oder? Ja, okay, machen die um 9 auf. Ja, plus minus. Wir können um 9 hin, haben sie gesagt. Kein Stress. Ja, okay, gut. Meinst du, Mara wird sich freuen? Ich bin mir sicher, sie wird sich freuen. Okay. Ich weiß schon, was passiert. Aber ihr werdet es ja auch schon gleich erfahren. Musst du traurig sein? Oh, Mausi. Bald machen wir das raus. Sobald wir noch ein bisschen Zeit verstrichen lassen haben, dann nehmen wir das raus. So, dann geht mal alle ins Bett. Alle Mann schlafen. Eine Rechnung. Moritz, was ist da los? Oh nein, er hat Filzläuse bekommen. Och, Moritz, du sollst halt auch nicht immer mit jedem schlafen, ne? Ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Ne? Muss man sich auch mal ein bisschen, selbst schuld, ne? Muss ich gerade an Hazel denken, die ja auch des Öfteren ein Filzläuse-Problem hatte. Mara ist immer noch ganz bedrückt, ne? Aber es wird ja bald besser gehen. Also Mara, bist du bereit für deine Überraschung? Ja, ich denke schon, dass ich bereit bin. Okay, dann fahren wir vielleicht jetzt schon los. Ich meine, wir müssen auch ein Stück fahren. Echt? Wie weit ist es denn? Nicht weit. Also, seid ihr bereit? Dann los geht's. So. Und die drei setzen sich jetzt in ein Mietauto und fahren jetzt eine ganze Weile raus nach hier in diese Welt. Sie fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und landen jetzt gemeinsam hier oben. Und sie sagt jetzt, aha, aber was machen wir hier? Ja, ich weiß, es sieht ziemlich abgeranzt hier aus, aber also Mara, es ist so, dass wir hier auf diesem Grundstück eine Zufluchtsstätte haben für streunende Hunde. Okay. Also, wir gehen jetzt hier rein und... Ach, komm einfach mit, Mara, ich zeig's dir. Und wir sind jetzt hier in einer Art Tieraufnahmestelle, Auffangstation. Und zwar ist es so, dass gerade auch in Solani sehr viele Wildtiere rumlaufen und nicht alle von ihnen leben freiwillig draußen oder haben ein gutes Leben draußen, weil es gibt auch viele Straßenhunde, die es gut haben. Also die auch... Also ich meine, ich kenne mich damit nicht so gut aus, ich will euch da jetzt auch keine falschen Infos geben, aber ich bin mir sicher, dass nicht jeder Straßenhund ein Zuhause möchte, ja? Da bin ich mir einfach sicher.
sicher, es gibt sicherlich auch Straßenhunde, die ihr Rudel gefunden haben, die zufrieden sind, die das Leben auf der Straße gewohnt sind. Deswegen möchte ich nicht immer dieses, oh mein Gott, ein Streuner, den müssen wir adoptieren, weil der hat bestimmt ein ganz schlechtes Leben. Das ist halt nicht immer so. Aber diese Station, auf der wir uns gerade befinden, das ist eine Tierauffangstation. Die haben die Tiere in einem schlechten Zustand aufgenommen, weil es denen wirklich nicht gut ging auf der Straße. Haben sie aufgepäppelt, wieder ein bisschen gesund gemacht und geguckt, dass sie eben ja ein Zuhause finden. Und ich bin jetzt bei dieser Creatorin. Wir tun jetzt natürlich so, als wären wir in diesem Tierheim sozusagen, in dieser Tierrettungsstation. Und hier sind ganz viele Hunde, die ein Zuhause suchen. Natürlich auch Katzen. In diesem Fall werden wir uns aber für einen Hund entscheiden, denn ihr hattet in den Kommentaren den Vorschlag gemacht, dass sich Mara eventuell sicherer fühlen würde, wenn sie einen Hund an ihrer Seite hätte, einen Wachhund sozusagen. Und Mara weiß natürlich, dass die Gefahr gebannt ist, dass Darion tot ist. Aber dennoch hat man natürlich immer dieses unwohle Gefühl und ein Hund gibt einem ja sehr viel Liebe auch wieder zurück und die spüren, wenn es einem nicht gut geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Mara, die ja auch mit einer Mom aufgewachsen ist, die ganz viele Haustiere hatte, damit ist sie ja groß geworden. Ich meine, es waren auch viele Katzen, aber Moritz und Jonas sind sich sicher, dass ihr ein Hund, den sie in Pflege aufnimmt oder für sich fest aufnimmt, einfach gut tun könnte. Und ich habe schon mal ein bisschen durchgeguckt, weil ich euch jetzt nicht fragen kann, hey, welche Rasse wollen wir, für welche interessieren wir uns. Deswegen habe ich schon mehr oder weniger eine Entscheidung getroffen. Und zwar habe ich mich tatsächlich entweder für diesen Hund hier entschieden. Das ist ein Dobermann, das ist ein sehr großer Hund und auch ein sehr mächtiger Hund, sage ich jetzt einfach mal, sehr majestätisch auch. Entweder diesen Hund oder... Jetzt muss ich mal scrollen, wo der ist. Hier, oh, lad nicht so lang, den deutschen Schäferhund. Weil das ist ja auch so als Polizeihund bekannt. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht sogar, wenn wir diesen Hund hier nehmen, die Story so ein bisschen mitmischen, dass vielleicht auch der Polizist gesagt hat, hey, ne, vielleicht... Ach, keine Ahnung, vielleicht hat der Polizist auch einfach gar nichts damit zu tun. Weil ich muss bei Schäferhunden immer an die Polizei denken. Aber ja, vielleicht hat die einfach gar nichts damit zu tun. Aber Maras Mom ist eben auch involviert, weil sie ist ja Tierärztin. Und sie hat eben auch Kontakt mit dieser Pflegestelle aufgenommen und hat da eben auch recherchiert, wie die Hunde, wie es den Hunden geht, wie die Haltungsbedingungen dort sind. Und weiß halt, dass sie dort gut gehalten werden. Und dass die eben alle ein liebevolles Zuhause natürlich auch suchen. Ich glaube tatsächlich jetzt, wo ich das hier so sehe, ich glaube, wir entscheiden uns für diesen Schäferhund. Wobei der Dobermann, wie gesagt, auch ein ganz feiner ist. Aber ich glaube, wir entscheiden uns jetzt für den Schäferhund. Und ich packe ihn jetzt auch, warte mal, ich will mal gucken, was ist er denn? Er ist klug, ein Couch-Potato und laut. Das finde ich aber sehr gut. Und wir werden ihn jetzt tatsächlich direkt mit zum Haushalt hinzufügen. Und Mara sagt jetzt, oh, hallo, er heißt Bär. Bär. Hm. Warte mal, passt das denn? Ja. Das sieht ein bisschen pixelig aus. Ihr dürft mir jetzt gerne mal Namensvorschläge für unseren Rüden in die Kommentare schreiben. Das ist ein männlicher Hund. Und dann können wir den gerne nochmal einen neuen Namen geben. Und sie stellt sich jetzt bei ihm vor. Aber ich glaube, irgendwas passt mit der Fellfarbe nicht, oder? Oder ist das, weil wir jetzt hier so halb auf... Wir gehen mal nach Hause. Ich weiß nicht, ob das gerade funktioniert hier. Komm mal mit, Hundi. Wir gehen mal kurz nach Hause. Wir müssen das mal zu Hause ausprobieren. Weil der sieht gerade ein bisschen pixelig aus. Auf jeden Fall glaube ich, dass es Mara gut tun würde, wenn sie einen Hund an ihrer Seite hätte, der eben auch ein bisschen auf sie aufpasst und hätte sie wieder ein besseres Sicherheitsgefühl auch. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Geht das denn? Sind sie jetzt wieder zu Hause? Aha, wow, muss laden. Die schwimmen bis an die Haustür und dann lädt's. Mhm, genau. Oh nein, der Hund wird nicht richtig angezeigt. Bestimmt, weil wir eigentlich im Urlaub sind. Ah, ich weiß nicht, ob das mit den... Ah, Moment, wir gehen mal in den Kass. Wuffinada, hallo! Nee, das passt, oder? Ah, das sieht so ganz leicht pixelig aus, ne? Aber sie macht halt die Tiere immer sehr fein, so von der Maserung und so. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt reinpfusch, ob das nicht problematisch wird. Ich probier's mal. Ja, bei mir ist das ein bisschen... Aber da ist immer noch diese Kante. Seht ihr die? Ganz komisch, oder? Naja, egal. Oh, der ist aber schon süß, ne? Ist egal. Ich glaube, der Hund zählt nicht wirklich, weil wir hier ja eigentlich gerade... Ne? Also, das ist dieses Urlaubsproblem. Das hatte ich letztens schon mal. Bei Hazel mit den Flitterwochen. Wir bezahlen jetzt erstmal unsere Rechnung und wir knüpfen jetzt mal mehr Kontakt zu dem Hund. Also wir lernen ihn jetzt erstmal kennen und können ja so tun, als wäre das noch die Tierschützerin. Die ist halt nochmal dabei, um zu gucken, ob wir wirklich gut zum Hund passen und ob er gut zu uns passt. Und ich lasse Moritz jetzt nochmal einen Tiernapf bestellen. Man kann doch Urlaubsdinge noch kaufen. Nein? Muss ich jetzt echt wieder den Baumodus laden? Nee, ne? Briefkasten. Wo ist der Briefkasten? Hier. Zubehör bestellen. Ha, guck, Leute. So ist es. Wow, wow, miau. So. Hey, Hallöchen. Oh, du bist ein Feini.
Hallo. Oh, der ist ja echt voll süß. Oh mein Gott, sie haben schon Freundschaft geschlossen. Ich weiß noch nicht, wieso das mit seinen Ohren, das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber es ist nicht schlimm. Hallo. Oh, vielleicht, oh, das könnten ja, oh mein Gott, ist das süß. Das könnten ja vielleicht aber auch Narben sein oder irgendwas, das er halt durch das Schicksal auf der Straße irgendwie, ne, bekommen hat. Das muss ja gar nicht unbedingt jetzt, müssen wir jetzt nicht als Spielfehler oder so sehen. Vielleicht ist das ja wirklich was, was er halt mit sich genommen hat, ne? Und Mara, was sagst du? Er ist so süß. Das war so ein tolles Geschenk. Schau mal, wie fein er ist. Er ist echt süß. Mensch, war eine gute Idee. Und jetzt ruft Dad an und sagt, hey Schatz, und wie ist es mit dem Hund? Mom hat erzählt, dass ihr euch dazu entschieden habt, einen aufzunehmen. Oh Dad, er ist so süß. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Das kam alles so unerwartet und eigentlich war ich gar nicht bereit, einen Hund aufzunehmen. Aber Moritz meinte, dass alles geklärt ist, dass alles vorbereitet ist für den Hund. Und boah, das war schon ganz schön spontan. Aber ich meine, sie meinten, dass er wohl schon sehr, sehr lange dort ist und immer keine Familie gefunden hat. Und wir sind rein und das war der erste Hund, der, naja, total an mir geklebt ist. Wir haben uns sofort gut verstanden. Ich habe ein super Gefühl bei ihm. Es war einfach schön, Dad. Das hat er natürlich gefragt. Nicht das, was da stand. So ein Feini. Ja, Schäferhunde sind auch ganz tolle Hunde. Es gibt so viele wundervolle Hunde. Also, ja, ganz toll. Wir haben auch schon gesagt, also ich hätte ja super gerne einen Corgi als Hund, aber wir haben auch schon gesagt, wenn wir auf wirklich uns entscheiden, einen Hund zu holen und wir dann mal mehr Platz haben, weil jetzt in der Wohnung ist das auch gerade nicht wirklich gut möglich bei uns, aber wenn wir mal die Möglichkeit haben, dann werden wir wahrscheinlich auch erstmal beim Tierheim nachfragen. Es gibt so viele Tierheimhunde einfach mittlerweile. Also wahrscheinlich schon immer, aber es ist so gerade auch viele ukrainische Tierheimhunde. Da kann man auch sehr viel helfen gerade. Süß bist du. Du brauchst noch Spielzeug, ne? Wer ist ein Couch-Potato? Also ihr könnt mir, wie gesagt, gerne Namensvorschläge machen. Und hasst laufen und ist am liebsten faul. Oh, süß, du darfst dein Leben lang faul sein bei uns, weil du ein Feini bist. Mara, hast du jetzt das Klo kaputt gemacht? Die quatschen jetzt einfach ein bisschen. Mara sagt jetzt, okay, aber wie soll's weitergehen? Weißt du denn überhaupt, ob wir Hunde halten dürfen in unserer Wohnung. Aber wobei, ich will ja eh nicht mehr in die Wohnung zurück. Ja, eben, Mara. Und ich meine, wir werden auf der Farm leben. Das wird richtig schön für unseren Hund. Der wird da richtig toll Auslauf haben. Und ich meine, eine große Farm ist doch toll für einen Hund, oder? Ja, ist schon toll. Doch, natürlich. Ach, ich weiß auch nicht. Am liebsten würde ich da sofort einziehen. Ja, ich weiß, Mara. Ich habe auch schon mit dem Makler gesprochen. Also, das Haus gehört uns ja, aber irgendwie gibt es da noch Schwierigkeiten mit der Bank und so. Wir müssen das erst klären, bevor wir einziehen können. Ja, ich verstehe. Mann. Aber du weißt, dass ich da nicht mehr schlafen kann, oder? Ich weiß, Mara, musst du auch nicht. Jo, ich würde ja sagen, schlaf bei mir, aber ist echt schwierig gerade bei mir, weil, naja, meine Mama und mein Bruder wohnen halt auch noch da. Nein, nein, alles gut, Jonas, wir wollen uns ja auch nicht aufdrängen. Ich glaube, das ist in San Sequoia nicht irgendwo auch eine Mietunterkunft oder so oder woanders, wo wir den Hund mitnehmen können? Ja, ich habe auch schon geschaut, Mara. Ich glaube, uns bleibt echt nichts anderes übrig, als noch ein, zwei Tage bei Mom und Dad zu schlafen. Oh, das willst du sicher nicht, oder? Ich meine, ich kann auch Angie fragen, ob ich bei ihr penne, dann pennst du bei Mom und Dad und nimmst den Hund mit. Ich will aber auch nicht, dass der Hund so viel durcheinander hat. Was wäre, wenn wir noch hier bleiben so lang? Ja, wir müssen halt gucken. Ich meine, ich kann von hier aus auch zur Arbeit. So weit ist es nicht. Ach, jetzt geht's wieder übrigens. So weit ist es nicht. Weil, naja, wäre doch schön, wenn wir noch ein bisschen hierbleiben könnten, oder? Dann müssen wir unseren Hund nicht jetzt die ganze Zeit rumreißen und viele verschiedene Locations haben, so. Ja, du hast recht, Mara. Lass es uns so machen. Und dann kannst du auch von hier aus irgendwas machen für die Arbeit? Ja, ja, ich kann hier auch arbeiten. Und ich werde mich jetzt um meine Bewerbung kümmern, werde nochmal so eine Arbeit schreiben. Und ich denke, dann finde ich auch schnell einen Job. Und dann machen wir das so. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Jo, ich muss dann halt auch jetzt langsam wieder los. Oh, schade, Jonas. Kannst du nicht noch eine Nacht bleiben? Ja, eine Nacht kann ich sicher noch bleiben, aber dann muss ich echt bald los. Okay. Ja, okay, Jonas muss wirklich bald los, Leute. Mara geht jetzt mal in den PC hier und schreibt nochmal so eine Geschichte, weil dafür kriegen wir auch Geld. Forschungsbericht über Logik bitte diesmal. So, Mara, schreib mal schön. Der Hund ist so ein Feini. Mach schön Platz, sei brav. Sei für immer Liebe. Er ist so fein, ne? Ich liebe den schon jetzt ein bisschen. Oh, guck, wie süß er guckt. Er ist so süß, ne? Moritz, sagst du... Moritz, was machst du da? Was ist... Du malst ein Bild? Oh mein Gott, Moritz mag malen. Okay. Du kriegst sogar... Angie ruft an. Hey, Moritz, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich hatte ein echt nettes Date letztens. Ich hab dir doch erzählt. Aha. Ja, cool. Ja, Glückwunsch. Findet er natürlich jetzt total kacke? Weil er sich nämlich denkt so, wow, jetzt drückt die mir auch noch rein. Und ich kann mir vorstellen, dass Angie auch gerne mehr von Moritz hätte und sie ihm deswegen immer sowas schreibt, wisst ihr? Dass sie ihn eifersüchtig machen will. Aber Moritz
rafft es natürlich nicht. Moritz, das sieht echt ungesund aus, das Bild da unten. Du kannst mal Tierängste. Nee, geh schnell gucken, was er hat. Und Jonas erzählt ein bisschen. Oh, vor der Waschmaschine. Du Süßling, musst du gar nicht haben. Liam ruft an, das ist ja süß. Na klar gehst du dran, wenn dein kleiner Bruder anruft. Vielleicht kannst du auch mit ihm ein bisschen spielen, ha? Huh? Mal fragen, was los ist. Lernt euch mal ein bisschen kennen. Und vielleicht kannst du mit ihm joggen gehen. Das wäre doch schön. Ja, gehst du jetzt auch joggen, bitte? Ja, geh halt jetzt joggen. Wow, klappt wieder super. Dann mach halt einen Spaziergang. Geht alles nett, ja? Du kannst trotzdem joggen gehen. Schon lange keinen Sport mehr gemacht. Weil eigentlich ist das ja was er gerne macht, ne? 500 Simoleons haben wir erhalten. Mega. Ach, cool. Und sie möchte gern für einen guten Zweck spenden. Das machen wir. Vielleicht 100 Simoleons an Vereinigte Welt. Für die Bäume sprechen. Das macht sie. Was möchtest du hier? Kokett werden. Und von Idee erzählen. Das kannst du bei Jonas mal machen. Hey, ich hatte voll die coole Idee. Was denn für eine Idee? Naja, wenn wir dann auf dem Hof leben, dann könnten wir vielleicht auch, keine Ahnung, Hühner haben. Hühner? Ja, weißt du noch, Mom hatte auch Hühner. Das war so cool immer, wenn sie diese Hühner... Boah, Mara, ich habe echt keinen Bock, mich um so Hühner zu kümmern. Moritz, du musst dich ja nicht drum kümmern. Vielleicht mache ich das ja. Mann, ich habe mich so gefreut. Also, ich finde die Idee cool. Ist ja klar, dass du mir in den Rücken fällst. Diese Hühner stinken doch auch. Die stinken gar nicht. Außerdem wäre das voll schön. Ein bisschen ein Ausgleich auch zu meiner harten Arbeit dann. Weißt du, wie stressig das werden wird, wenn ich immer Leute vertreten muss? Das wird richtig stressig. Also ich finde die Idee toll, Mara. Danke. Oh, ich fühle mich echt langsam ein bisschen unwohl. Ich glaube, ich sollte mich mal hinlegen. Vielleicht war ich zu viel in der Sonne. Oh, Mara, brauchst du was? Nee, alles gut. Ich esse jetzt einen Snack und dann lege ich mich einfach mal hin. Ich glaube, ich brauche einfach nur eine kleine Pause, ein Nickerchen oder so. Schriftstellerassistent. Krass. Moritz, kannst du oder Jonas, könnt ihr vielleicht das Klo reparieren? Mara, geh mal oben pieseln, komm. Oh, der ist so süß. Komm, wir spielen nochmal eine Runde mit ihm. Ausgeschimpft wird der Hund nicht. Der ist ein Feini. Den Dobermann hätte ich auch sehr hübsch gefunden. Aber ich glaube, so ein Schäferhund ist auch was ganz Feines. Das sind auch sehr schlaue Hunde, ne? Deswegen werden die auch oft bei der Polizei eingesetzt. Ihr könnt mir ja immer in die Kommentare schreiben, ob von euch auch jemand einen Schäferhund hat. Weil ich weiß, dass wir einige Tierbesitzer haben in den Kommentaren. Das habe ich schon mehrfach rausgelesen. Und mich würde total interessieren, ob jemand von euch vielleicht auch einen Schäferhund hat. Und wenn ihr keinen habt, schreibt mir gerne mal, was ihr für eine Rasse habt. Oder ob ihr vielleicht auch eine Katze habt oder so. Das interessiert mich immer sehr. Tiere sind was ganz Tolles. Meine Schwester hat einen Berner Sen, die Holly. Und der Freund meiner Schwester, ein Labrador, die Myla. Warte, ich zeige euch doch direkt mal ein Foto. Moment. Außer natürlich, ihr folgt mir schon auf Instagram, weil dann habt ihr definitiv schon ein Foto von den zwei gesehen. Ich habe letztens nämlich versucht, ein Bild zu machen. Das war richtig chaotisch. Aber es hat dann irgendwann geklappt. Look! Labrador ist die Myla und der Berner ist die Holly. Mausi. Ja, die sind so süß, ne? Gut. Haben wir das geklärt. Mara denkt jetzt über alles nach und sie denkt jetzt, Mara, hast dein Tagebuch zu Hause gelassen, nehme ich an, ne? Zeig mal. Yep. Okay, was hast denn du jetzt hier für ein Gefühl erhalten? Als normal empfunden? Och, nö. Bestimmt, weil ich glaube, vorher hat sie ihn besser gefunden, ne? Wegen dem Drei-Tage-Bad wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Sie liegt jetzt hier und denkt so drüber nach, wie alles gelaufen ist und denkt sich so, boah, wir hatten so ein Glück. Das hätte alles anders enden können und ich werde sicher mein Leben lang daran denken, wie das Ganze, naja, gelaufen ist und wie es ausgegangen ist. Aber letzten Endes, wir haben es überlebt und ich glaube, ich habe viel daraus gelernt. Ich werde nie wieder mein Herz leichtfertig an jemanden verlieren. Und irgendwie ist doch unser Leben auch zu kurz, um darüber nachzudenken, was alles hätte sein können. Und naja, vielleicht sollte ich mal mich umschauen und mit den Menschen, die jetzt schon in meinem Leben sind, naja, die sind... Ach, ich weiß auch nicht. Ich sollte mich bei Preacher wieder melden. Wir sind doch Freundinnen. Wir haben uns zwar noch nicht so oft getroffen, aber sie ist eine Nette. Vielleicht sollte ich mich mit ihr wieder häufiger treffen und mein Leben wieder anfangen zu leben. Und vielleicht sollte ich Jonas eine Chance geben. Ich meine, aber was, wenn es nicht läuft? Was, wenn es nicht funktioniert, wenn wir doch nicht zusammenpassen? Dann habe ich unsere Freundschaft aufs Spiel gesetzt. Das darf ich auch nicht. Oh, das ist alles so eine schwierige Entscheidung und eigentlich will ich nur das Richtige tun. Ich habe schon so viele Fehler gemacht in meinem kurzen Leben. So viele Fehler. Das mit Darion hätte einfach nicht passieren dürfen. Naja, und ich lasse sie jetzt mal mit ihren Gedanken noch ein bisschen alleine, während Moritz und Jonas hier mit dem Hund spielen und total happy sind, dass der so süß ist. Oh mein Gott, guck mal. Unser Hund kann schon fast Sitz machen. Süß. Hey, was macht ihr hier? Ja, wir bringen dem Hund gerade Sitz und Platz bei. Oh, okay. Aber stresst ihn bitte nicht so. Er ist doch gerade erst zu uns gekommen. Nein, überhaupt nicht. Aber schau, er macht das von ganz alleine. Er ist schon ein richtig Feiner. Ja, er sieht auch wirklich sehr fein aus. Aber überansprucht ihn bitte nicht. Er soll ja erstmal ankommen und sich wohlfühlen. Ja, das machen wir schon. Naja.
Mach den Platz, Baby. Süß. So fein. Guckt euch das an. Ja, ich bin jetzt total gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. Besonders auch auf die Namensvorschläge für unseren neuen Neuzugang in der Familie. Und wir werden im nächsten Part wieder... Also wir bleiben hier noch ein Part lang, aber wir werden im nächsten Part die Karriere starten. Und die wird von hier aus starten. Und im übernächsten Part werden wir dann endlich die Schritte auf der Farm wagen. Und da freue ich mich dann auch drauf, weil dann sind wir angekommen. Dann sind wir gesättigt. Gesättigt. Ja, das hoffentlich auch, ne? Aber gesetzt? Wie nennt man denn das, wenn man ankommt? Naja, ihr wisst schon, wir sind dann bodenständig oder was weiß ich, wie man das nennt. Man ist dann halt da und ist dann zufrieden, okay? Sesshaft. Sesshaft war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Und da sind wir sesshaft und dann können wir auch überlegen, wie es weitergeht. Und schreibt mir auf jeden Fall eure Ideen bezüglich Jonas in die Kommentare. Soll da jetzt langsam was laufen? Sollen wir noch ein bisschen warten? Habt ihr Ideen, wie das Ganze passieren kann? Also für Moritz habe ich schon eine Idee von euch aufgeschnappt, die wir auf jeden Fall umsetzen werden. Aber ich bin auch gespannt, was ihr wegen Jonas und Mara noch schreibt. Ich bin ganz, ganz gespannt. Oder auch, wenn ihr vielleicht Jonas gar nicht seht in ihrem Leben, schreibt es mir auch. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Vielen, vielen Dank an alle, die diesen Part jetzt hier geschaut haben. Bis hierhin auch. Dankeschön für den Support. Und ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Tag, Mittag, Abend. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und tschüssli.